Willkommen zu einem neuen Part Medieval. Ja, im letzten Part haben wir in der Zaubererde zwar das Level abgeschlossen, aber konnten nicht wirklich viel machen. Kein Kelch, sondern gar nichts. Und ja, uns fehlt irgendwie ein Artefakt. Also machen wir erstmal mit den anderen Level weiter, was wir noch machen können. Und zwar das schlafende Dorf. Schauen wir mal, was da so los ist. Was zum Teufel? Wie immer einmal die Waffe wechseln. Okay, das ist ein Gargoyle. Hast du mir was zu sagen? Der Meister beherrscht die Dorfbewohner. Tut ihnen nicht weh. Aber den Wachen. Die sind auf der Suche nach einem Machtobjekt. Ich soll den Dorfbewohnern nicht weh tun? Versuche das zu beherzigen. Lassen die mich denn in Ruhe? Ich kann hier reingehen. Erstmal versuchen, die Kirchenarchitektur hier zu zerschnibbeln. Hier ist ein Aufladpunkt und ein Buch. Hier stand einst ein Kruzifix, doch der Bürgermeister nahm es mit. Findet Ersatz und seht, wie die Kirche aussehen sollte. Okay. Der Bürgermeister hat hier was entwendet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wo ich lang gehen kann. Ist anscheinend echt eine schlafende Stadt. Hier ist niemand. Ich musste meinen Mund aufmachen, ne? Eine gute Seele ist verloren. Ah, die greifen mich doch an! Eine gute Seele ist verloren. Wartet mal. Ich probiere mal was aus. Mondbohne. Ich probiere mal was. Verliere ich Prozente von den Kelch? Level neu starten. Ich darf die Dorfbewohner nicht angreifen. Und der Hammer killt die auch. Ich bin bei 61% und mit jedem Dorfbewohner, den ich gekillt habe, ist diese Prozentanzeige nach unten gegangen. Der Meister beherrscht die Dorf. Vielleicht
Will ich einmal jetzt ausprobieren. Kann ich die betäuben? Nee. Aber ich kann in Ruhe gelassen werden. Wo die Mondrune ist, weiß ich. Ich habe auch kein Schild. Ja, ja, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich will keinen Ärger. Ja, ja, ist gut, ich gehe ja schon raus, ich gehe ja schon raus. So. Was kann ich jetzt hier machen? Mich verdreschen lassen oder was? Da ist irgendeine Falltür. Ich kann das doch nicht umsonst schieben. Ich werde nur verdroschen. Ich habe so gar keinen Plan, was ich hier machen soll gerade. Merkt man vielleicht. Okay, hier kann ich runter. Okay. Der rückt eine Erdrune raus. Lass mich in Ruhe. Jetzt muss ich nur noch den... Da ist sie. Da ist die Kirche. Da kann ich auch rein. Schmiedejournal. Der alte Willy Green aus Gallows Town wurde von unseren Lesern zum Schmied der Saison gewählt. Aus seinen hervorragenden Gussformen sind schon viele aufwendige und robuste Eisenwaren und Skulpturen entstanden. Willy verwendet nur die besten Materialien und ist besonders für seine prunkvollen Büsten bekannt. Der alte Willy kommentierte die Ehrung: "Tja, am Blasebalg bin ich einfach nicht zu halten. Auf den Rhythmus kommt's an. Auf und ab. Auf und ab." Mich haben schon immer die Geschichten von Stania Eisenhower inspiriert, dem größten Schmied aller Zeiten. Okay. Ein Silberschild. Kann man die irgendwie zerhauen? Ja. Der Raum mit der Mondrune, der ist noch ein bisschen skeptisch. Da war ein Tor. Wahrscheinlich muss ich einen Schlüssel oder sowas finden. So. Passiert jetzt hier irgendwas? Ich glaube, man merkt es mir an, dass ich mega verwirrt bin, was das Level von mir möchte. Das Tor auf? Nein. Fläschchen. Spring mal rum. Das ist Wasser? Lol. Das habe ich nicht erkannt. Das ist jetzt natürlich dumm. Lass mich in Ruhe. Das ist voll unfair, dass ich mich nicht wehren darf, weil ich sonst den Pokal nicht bekomme. Alter, und die machen Schaden? Come on, man.
Da brauche ich die rote Rune. Das ist... Ist das ein Dorfbewohner oder kann ich den umbringen? Ich glaube, es ist eine dieser Wachen. Nope. Wo war denn jetzt, wo ich rein musste? Da. Helden der Geschichte. Eine Retrospektive. Kapitel 1. Stanya Eisenhower war nicht nur der stärkste Mann aller Zeiten, sondern auch als Schmied unübertroffen. Er schlug mit der gleichen Begeisterung auf seinen Amboss wie in der Schlacht den Gegnern die Schädel ein. Man sagt, er hätte nur eines gefürchtet: das Ende der Dorfschmiede als Mittelpunkt handwerklicher Fertigung zugunsten zentralisierter Einheiten. Lächerlich. Galomir Reiseführer Teil 1. Galomir ist ein wundersames Land voller atemberaubender Anblicke und Abenteuer. Wenn ihr nach Schönheit sucht, findet ihr im Zauberwald viel Bestaunenswertes. Erklimmt die Höhen, wo die riesigen Drachenvögel nisten, entdeckt die wundersame Pflanzenwelt. Beobachtet die hinreißenden Drachenkrötenbabys bei ihrem Bad in den kristallklaren Teichen. Oder unternehmt einen Spaziergang durch das Kürbistal. Kürbis ist die Leibspeise von Galomir. Und zurzeit quillt das Tal über vor prallen jungen Früchten, die geerntet werden wollen. Okay. Galomir Reiseführer Teil 2. Wenn ihr das Geheimnisvolle sucht, sind die Ruinen von König Peregrins Schloss perfekt für den erfahrenen Abenteurer. Ja, dies ist die Festung, in der einst der legendenumwobene König Peregrin lebte. Es heißt, die Königskrone sei in den Kerkern unter dem Schloss verschollen und der Geist des Regenten selbst spuke nun durch diese kalten Steingänge. Gruselig. Oder durchquert die Sümpfe und sucht die sagenumwobene Stadt Malamed. Sie soll einst das Zentrum arkaner Alchemie gewesen sein, wurde jedoch schon vor Ewigkeiten vom finsteren Sumpf verschlungen. Vielleicht warten ja große Schätze auf den Abenteurer, der ihre nasse Ruhestätte aufspüren kann. Okay, wie komme ich an das Buch da hinten ran? Kann das schieben, ne? Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Galomirs Geschichte Band 4. Die Mächte des Bösen waren vernichtet, doch zu welch einem Preis. Nur eine Handvoll Männer aus dem Heer des Königs kehrte zurück. Galomir verlor an jenem Tag eine ganze Generation junger Männer, darunter den schlauen Tim, den legendären Armbrustschützen und Fortescues Stellvertreter, der im ersten Pfeilhagel fiel. Zaroks Leichnam wurde nie gefunden. Doch wenn er in einem namenlosen Grab läge, würde ihm niemand in Galomir eine Träne nachweinen. Die unter Zaroks Banner gefallenen Schattendämonen waren widernatürliche Wesen, die keinen Platz in der Welt der Sterblichen hatten. Der König befahl sie zu verbannen und in der unverdorbenen Zaubererde zu begraben. So wurden die Dämonen in einer unbezwingbaren Kiste nach des Königs Entwurf tief unter der Erde begraben. Ihre Gruft wurde mit einem magischen Gerät versiegelt, das seitdem als Schattenartefakt bekannt ist. Okay, danach suche ich anscheinend. Galomirs Geschichte, Band 3. Die Nachricht von der Übernahme der Flutländer durch Zaroks Armee löste Besorgnis aus. Von diesem strategischen Punkt aus konnte Zarok den Zauberwald im Westen einnehmen.
Eine bittere Niederlage, wenn dieser heilige Ort in die Hände des bösen Hexers fiele. Erneut führte Sir Dan Fortescue das Heer des Königs an, um die Dämonen aus dem Land zu jagen. Doch der listige Zauberer hatte einen Hinterhalt vorbereitet. Es folgte eine gigantische Schlacht, wie die Geschichte sie noch nie gesehen hatte. Es heißt, ohne das Geschick und die Tapferkeit eines Mannes hätte Zarok gesiegt. Fortescue stürmte seiner Armee voran tief in die Reihen der Untoten, streckte Zaroks Leibwächter, den schrecklichen Lord Cardok, nieder und, bevor er schließlich den eigenen Wunden erlag, erschlug er den treulosen Hexer mit einem mächtigen Hieb seines Schwerts. Okay, das Intro hat mir was anderes gezeigt. Aber vielleicht hätte ich die Bücher von vorne nach hinten lesen sollen und nicht umgekehrt. Oh, lass mich in Ruhe lesen, das finde ich nett. Gallomers Geschichte, Band 2. In Gallomer gingen Gerüchte von üblen Machenschaften und finsteren Taten um. Man flüsterte, Zarok habe Schattendämonen herbeigerufen, um ein riesiges Schloss zu bauen. Im Schutz der Nacht verließ Zaroks finstere Armee ihre verderbte Zuflucht. Die Armee marschierte nach Süden durch die Silberberge und den Silberwald. Bald darauf gehörten selbst die Kürbisgebiete Zarok. Die Bewohner von Gallows Town riefen um Hilfe. Rettet uns, König Peregrin! Vergeltung folgte rasch und schonungslos. König Peregrins Truppen unter dem tapferen Sir Fortescue verjagten Zaroks Armee aus Gallows Town. Die Freude war groß, doch der Krieg war noch nicht vorbei. Gallomers Geschichte, Band 1. In der finsteren und noch nicht allzu fernen Vergangenheit von Gallomer vereitelte König Peregrin den Plan des Hexers Zarok, das Land zu unterjochen. Zarok, einst Magier des Königs, war beim Regenten in Ungnade gefallen, weil er absonderliche Experimente an Leichen durchführte. Es hieß, dass in den Tiefen des Schloss Peregrin die Toten ihr Unwesen trieben. Die Toten verdienen Ehrerbietung und dürfen nicht das Spielzeug von Alchemisten sein, erklärte König Peregrin und verbannte Zarok aus dem Schloss. Zaroks lebende Tote wurden aufgespürt und vernichtet. Der nachtragende Zarok tauchte unter und schwor, dass er sich am König rächen würde. So, und da ist noch ein Buch, an dem ich irgendwie nicht rankomme. Und bevor der mir hier auf den Sack geht, bringe ich den um. Ist mir scheißegal, ob es das Prozente gibt. Du sollst das Buch nicht lesen. Das Regal sieht anders aus. Kann man das zerhämmern? Das ist das Ding, was ich in der Kirche benutzen kann. An alle, die es betrifft. Ich bin in Eile. Zaroks Männer werden bald hier sein. Ich habe das Kruzifix aus der Kirche genommen. Es ist der Schlüssel zu einem Schlüssel. Ich habe das Kreuz für diesen Abguss benutzt und es dann zerstört. Ich hoffe sehr, der Guss fällt einem gerechten und guten Helden in die Hände. Gezeichnet der Bürgermeister. Gut. Auf zur Kirche. Da ist noch ein Fläschchen. Eine Sackgasse. Du Irre, lass mich mal in Ruhe. Was steht da drin? Der Runenschlüssel wird vom Brunnenwasser oben gehalten. Ihr müsst wohl auf die nächste Pause warten. Ja, den habe ich ja schon. Alter, lass mich in Ruhe. Das ist hier. Und hier an Anfang müsste jetzt... Genau, hier ist die Kirche. Ich glaube, ich kriege den Kelch nicht mehr, weil ich schon zwei Dorfbewohner umgebracht habe. Aber die haben halt genervt.
Aber sehen wir mal weiter. What the fuck? Brauche ich das hier nicht? Ein Form für Metallgüsse und Weihnachtskekse. Ach, Moment. Ich muss zu einem Schmiedebecken. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe und lass mich da rein. So, hier brauche ich das jetzt. So. Fehlt mir noch irgendwas? Schmiedejournal. Ja, das habe ich schon mal gelesen. Ich habe das Gefühl, mir fehlt was. Vielleicht muss ich noch was im Dorf finden. Da komme ich nicht durch. Da war ich drin. Gehen hier irgendwie Türen auf. Das Gebäude mit der Mondrune ist noch verdächtig. Was war das für ein Haus? Das war, wo die Mondrune war. Und sonst gibt es hier auch nichts. So, hier brauchte man die. Hat das jetzt bewirkt? Die Tür ist auf! Hier geht's weiter. Ich hau mal alles zu frei. Und man kann die Ratten töten. Ich habe eine Keule. Das ist mir erstmal egal. Ich habe hier einen Hammer. Was? Erdrune? Wo gibt's denn Erdrune? Hier oben? Da ist ein Buch. Hallo, lest das! Büste von Herrn Haxe, Wirt vom Trollkopf. Zum Säubern der Statue das Podest herablassen. Ja, und wie mache ich das? Das ist die Erdrune. Okay. Lass mich in Ruhe, ihr Spinner. So, Erdrune und ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Wo war der Ausgang? Bin ich bescheuert? Da. Lol, habe ich ihn eingesperrt? Energiefläschchen und ein Hebel. Ah, okay. Jetzt habe ich da oben die Säule runtergelassen.
Büste des Wirts erhalten? Ich hab die so schon verkackt. Geh mir nicht auf den Sack. Kann ich die Bürste jetzt benutzen hier? Hä? Ich lese das. Alter. Wenn er sich nicht richtig davor stellt, dann liest er das nicht. Büste von Herrn Haxe, Wirt vom Trollkopf. Zum Säubern der Statue das Podest herablassen. Ist das das Ding, was ich beim Schmied brauche? Kann ich mir nicht vorstellen, aber kann natürlich sein. Wo führt die Kamera? Fährt die Kamera hin? What the fuck, wer seid ihr denn? Leute, stellt alles auf den Kopf! Wenn wir das Schattenartefakt nicht finden, lässt uns Sarok die nächsten 1000 Jahre bei den Dämonen versauern. Okay. Die muss ich, glaube ich, auf jeden Fall killen. Ja. Das sind 3 Stück. Das sind mehr. Die Dorfbewohner sind anscheinend weg. Und wurden von diesen Typen ersetzt. Finde ich immer gut. Ich habe 66%. Komm, hier sind noch mehr von den Freaks. Da sind 2 hinter dem Tor. Ich habe hier noch irgendwo einen gesehen. Okay, wenn ich das Level nochmal... Da ist er. Die geben 5%. Das heißt, 6 Stück noch von den erledigen und... Ich könnte es noch für den Kelch schaffen. Ich glaube aber, man darf keinen Dorfbewohner dafür killen. Ja, wenn ich den Kelch nochmal nachholen muss, dann weiß ich wenigstens, was ich machen muss. Es ist die Frage. Genau. Fix gefunden und damit kommen wir jetzt in der Kirche weiter. Ja gut, machen wir mal den nächsten Part weiter und bis dahin. Ciao!